So, heute ist es mal andersrum. Ich bin vor Ort und Eckert ist noch nicht da. Am Wasserschloss zu Podelwitz. Ja, naja, aber in wenigen Minuten wird er hier auftauchen. Mit Sicherheit. Und es wird wieder ein super Tag. Zum frühen Morgen, kurz nach 10, noch einsame Stille. Am Wasserschloss. Keiner hier, auch kein Eckert. Da hinten die Mulde, dort kommen wir wieder raus. Oh, hier kommt er! Der Leibscher ist auch da. Gut? Eckert! Ein Mann von Statur hier, der zieht das Ding hoch. Also geht's erstmal mit einer Wandertour los sozusagen. Ja. Okay. Dann machen wir uns an die Arbeit. Paddelflut. Oh, da hat wirklich ein sicher Friede. Palm, ne? Natürlich von Palm. Es ist, den Flüssen muss mehr Rauf gegeben werden und dort ist ja gar kein Rauf für die Flüsse. Es ist einfach traurig, was da los ist. So, Eckert macht sich wieder wasserdicht. Was soll ich denn noch alles an? Geil sieht er aus. Na, so, dass du oben bleibst. So, dass du oben bleibst, wenn du kenterst. Noch ein Stück! Eckert, komm, wir fahren jetzt mal nach dem Klosterbier.
schönen Gehege. Abenteuer hätte du, hä? Ja? Aber nee. Das erleben wir nicht jedes Mal. Aber schon das zweite Mal dieses Jahr. Ja. Das Wehr sind wir gut runtergekommen. Aber eben so ein Baum hat mich festgehalten. Ah, naja. Das ist er hier. Der Kämpferer heute. Was willst du jetzt essen? Ach, das Mensch. Geht jetzt nicht. Jetzt geht. Küss. Kamera aus! Stülplerhöhle ist es nicht.
Wir sehen uns dann dort vorne. Hat alles gepasst. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Das Wasser. Das war eigentlich ordentliche Badetemperatur. Du hattest damals im April etwas kälter. Ja, das stimmt. Ich war bis 5 Grad.